jetzt kriegen wir einen Colt und schießen alles weg. Also vielen Dank, gell? Unsere Postkarte ist schon angekommen. Ja, so schnell. Super. Ja. Ja. Ich habe gerade gesagt, ich nehme nicht einfach ein und lasse die verschwinden. Ich gehe die wirklich beim Postamt. Da kann man hier natürlich ein Glas nehmen. Also ja, du hast schon in die Gläser geschrieben. Okay, also. In die Gläser hier ist diese Flasche. Dieser Whisky ist der Kilbeggan Blended Whisky, der Mischung aus Mais und Gerste. Also Mais-Whisky ist ganz süß und Gerste hat einen schönen Vanillegeschmack. Also dieser Whisky ist zwischen 4 und 7 Jahre alt und hat 40% Alkohol. Also das Gesetz in Irland ist, dass irische Whisky müssen mindestens 40% Alkohol haben. Also, bitte nehmen Sie ein Tuch und in Irland, wir sagen Sláinte. Also Sláinte bedeutet gesund. Und die Gläser hier sind eine kleine Souvenir nach Hause mitnehmen. Aber die Flasche natürlich ist nicht. Eine Peated Single Malt. Also Single Malt, Single ist nur von einer Distillerie. Single Malt ist nur mit gemalzter Gerste. Aber dieser Whisky ist peated. Also die Gerste ist mit der Torf Feuer gerüstet. Und die Torf gibt der Whisky der stark rauchige Geschmack. Also dies ist nur die einzige rauchige Whisky in Irland. In die Mitte ist Kilbeggan 8 Jahre alt. Dieser Whisky ist der Single Grain Whisky. Single Grain ist nur mit Mais. Dieser Whisky ist der mildeste Whisky in Irland. Sehr leicht, sehr mild, sehr süß. In Kilbeggan dieser Whisky ist der Summer Whisky. Also dieser ist ganz, ganz weich. Der Mais Whisky ist in Kühldistillerie hergestellt, aber der Mais ist auch sehr geeignet für Irish Coffee. Vielleicht, ja. Und die letzte dann ist der Kilbeggan Blend, das hat sie alle getrunken. Dieser Whisky ist auch mild, aber es hat ein bisschen mehr früchtiger Geschmack von den gemalzten Gerste. Also, es ist ganz, ganz einfach. Alle austrinken und dann Blend ist weg. Oh, und hier ist Papier, wo die Feier gehst du einpacken. Ja. Ja. Und auch hier? Ja. Ich bringe dann später auch noch einen Sekt vorbei, ja? Das starke war der Kult, wir hatten immer oben.